Geilo. So, und dann machen wir jetzt die Festivitäten in Cosmo Canyon fertig. Und danach geht es ran, den Cosmo Canyon fertig zu machen, den Weltbericht. Also, let's go. Wenn ich mir die lodernde Flamme ansehe, erinnert mich das immer an jene jungen Leute. Mit ihrer Gruppierung namens Avalanche haben sie vor langer Zeit das Tal verlassen. Sie hatten ein Ziel vor Augen und einen großen Wunsch. Sie wollten den Planeten beschützen. Und nichts und niemand konnte sie von ihrem Vorhaben abhalten. Falls es sie irgendwann noch einmal in das Tal verschlagen sollte, würde ich sie gerne willkommen heißen. Egal, was in der Zwischenzeit auch passiert sein mag. Ja, hier. Heiß mich willkommen. Tummeln sich hier überall sehr viele Touristen. Okay, wir reden mal mit den anderen. Das war ganz schön peinlich von mir, was? Ganz und gar nicht. Sie haben nur nicht richtig zugehört. Ich hab dich verstanden. Ich wünschte, das hätten alle. Ist nicht deine Schuld. Ich danke dir, Cloud. Hab mich vorhin mit einem Ältesten unterhalten. Er meinte, es wäre arrogant zu glauben, wir könnten den Planeten retten. Der Planet würde sein Schicksal bestimmen. Und sich zur Not auch selbst von jeglicher Verschmutzung befreien. True. Sollen wir also einfach nur rumsitzen und nichts tun? Und unsere Nasen in Büchern vergraben? Wissen hat noch keinem geschadet. Tja. Ich weiß alles, was ich wissen muss. Planetenkunde ist Humbug. Das habe ich heute hier gelernt. Das ist immer doof, dass da nicht steht, wie sich die Verbundenheit geändert hat. Natürlich, das hat Barrett jetzt nicht gefallen, was ich gesagt habe. Offensichtlich. Aber das ist nicht immer offensichtlich, wie sich die Verbundenheit geändert hat. Damals, als ich noch ein Kind war, habe ich mit Mama und Papa auch so um das Feuer herumgesessen. Und wir haben... Ach, nichts. Vergiss es. Ich höre gern zu. Wenn ich an meine Mutter denke, dann explodiere ich beinahe vor Stolz, weißt du? Ganz im Gegensatz zu meinem Vater. Ich hoffe, die Story kriegen wir noch. Kann noch nicht drüber reden. Ja, ich hoffe, die Story kriegen wir gleich. Die Story von Vater ist so cool. Die Verstorbenen kehren zum Planeten zurück. Also das ist mit Abstand das Dümmste, was ich je gehört habe. Echt jetzt. Wenn man stirbt, ist man tot. Mehr nicht. Wie kommst du darauf? Einfach so. Ich glaube nicht an Dinge, die ich Hallo, Sangus. Gesehen habe. Hab gehört, heute Und das Aerith? Okay. Ich bin vom alten Volk. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Man kennt uns als Zetra. Oder kannte uns. Denn ich bin die letzte Überlebende. Meine Herkunft brachte mir viel Leid. Seit ich klein war, wurde ich gemieden. Oft gefürchtet. Verfolgt. Und wurde auch eingesperrt. Meine Herkunft war für mich wie ein Fluch. Selbst wenn ich mich freute, erinnerte mich immer etwas daran, dass ich anders war. Und das machte mich traurig. Aussichtslos. Nur so kann ich es beschreiben. Ein normales Leben schien unerreichbar. Und so gab ich auf.
Oh Gott, Cloud kann nicht lächeln. Er kann es einfach nicht. Doch. Am Ende hatte meine Herkunft auch etwas Gutes. Ich fand Freunde. Und heute geht es mir besser. Ich wurde belohnt. Meine Geduld hat sich ausgezahlt. Und jetzt auf den Scheiterhaufen mit der Hexe. Oh, was? Ich brauche kein normales Leben. Solange ich sie an meiner Seite habe. Und für sie werde ich tun, was ich kann. Nun gut, sind alle bereit? Du warst also auch hier. Ich fühle mich befreit. Platzen die einfach? Wo kamen auf einmal die Dinger her? Ach, hier warst du die ganze Zeit, Nanaki. Opa. Es gibt da etwas Wichtiges, das ich dir zeigen muss. Komm doch bitte mit mir mit. Deine Freunde können uns natürlich begleiten. Kommt jetzt die Story vom Vater? Oh, bitte. Und was waren eure Eindrücke vom Seelengeleit? Ich weiß nicht warum, doch es kommen immer mehr Gäste von außerhalb, um der Zeremonie beizuwohnen. Fragt man sie hinterher, sagen die meisten, dass sie überwältigt oder sogar zu Tränen gerührt gewesen wären. Ich freue mich, dass das Seelengeleit so positiv aufgenommen wird. Denn dieser Zeremonie wohnt eine große Kraft inne und die Menschen spüren dies instinktiv. Sie sind ergriffen von dem, was sie sehen. Fragt man sie allerdings, ob sie sich noch mehr mit der Planetenkunde beschäftigen wollen, nun, danach verlangt es den wenigsten. Wieso schalten Entwickler NPCs nicht stumm, wenn man hier so einem NPC hinterherläuft, der einen zuquatscht? Das ist ganz schlimm. Werde ich nie verstehen. Lebewesen genannt. Wenn ein Kind geboren wird oder eine Pflanze erblüht, ist die Kraft des Lebens für jeden deutlich spürbar und bewegt die Herzen der Menschen. Doch das Leben des Planeten kümmert kaum jemanden. Oh, oh. Tut mir leid. Oh, er gibt Gas. Rede und rede hier. Er hat den Nitro gezündet. Je älter man wird, desto mürrischer schimpft man vor sich hin. Der Dude ist so Panne. Naja, er ist halt ein... Weiß ich, wie viel Jahre alter Typ, der seit Jahrzehnten, Jahrtausenden den Planeten erforscht. Natürlich wirst du da ein bisschen Panne. Aber er meint's ja nur gut. Wollen wir weitergehen? Aber ist diese Tür nicht versiegelt? Richtig.
Ich habe sie damals versiegelt. Der Zugang zu den Gefilden dahinter ist eigentlich untersagt. Aber du wirst dich nun einer Prüfung unterziehen. Was? Wenn du zu einem wahren Hüter dieses Tals werden möchtest, musst du dich ihr stellen. Was sagst du? Bist du bereit? Ja. Nanaki wird eure Hilfe brauchen, um die Prüfung zu bestehen. Hinter dieser Tür warten einige Gefahren auf euch. Bereitet euch also gut vor und lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Das ist übrigens die Story vom Vater und ich finde es sehr gut. Dann lasst uns gehen. Oh, die Prüfung ist auf Stufe 40. Ich bin 4 Level drunter. Wie kann das sein? Ich dachte ich... Oh Gott. Okay. Willkommen zu Fallout 5. Nein, Spaß. So, Moment. Yuffie muss... Ist die Frage, kommt Red gleich in mein Team? Kaktor Capriole, okay. Unser Weg führt uns immer weiter, bis ins tiefste Innere der Höhle. Hä? Wer ist er denn? Wo kommen die beiden NPCs her? Hat Nanaki euch eigentlich schon von seinen Eltern erzählt? Ah ja. Meine Eltern waren beide Hüter dieses Tals und doch vom Charakter her völlig verschieden. Als wir angegriffen wurden, hat sich meine Mutter mutig und ohne zu zögern auf den Feind gestürzt. Sie starb beim Versuch, uns alle zu beschützen. Doch, mein Vater war ein Feigling. Er hat das Tal einfach im Stich gelassen und ist geflohen. Du hast also Sette noch immer nicht vergeben. Wie könnte ich? Oh, oh, oh. Der Weihnachtsmann. Gib ihm lieber Analyse. Aber ich habe ja Cloud. Cloud hat Analyse. Oh, ich weiß auch. Gab es eine Stelle, wo er alleine kämpft? Ich glaube nicht. Schon wieder der Weihnachtsmann. Von diesem Punkt an dürfen nur noch zwei weitergehen. Derjenige, der sich der Prüfung unterzieht und sein Beobachter. Ja, easy. Wer ist der Beobachter? Ich. Ja, war klar. Ho, ho, ho. Oh, verdammt! Da wäre es wohl kaum noch eine Prüfung für Nanaki. Oh, bitte nicht Aerith. War Aerith der Ich denke... Du würdest perfekt passen. Ja, das ist okay. Was? Wieso gerade er? Das war in der PS1-Version, glaube ich, nicht so. Hoho! Sagt, wenn ihr bereit seid. Kann losgehen. Jetzt muss ich ihm Analyse geben. Moment. Oder hast du Analyse? Hatta, guck mal, ich bin vorbereitet. Wir sind doch vorbereitet. Wieso hat er das Gold... Achso, Moment, das ist das Beste, ne? Ja. Und du hast keine andere Waffe, ne? Nein. Ja, dann... Hä? Achso, wir sind Stufe 40. Die Quest war Stufe 36. Okay, ich hab's falsch rum gesehen. Wir sind überlevelt. Alles gut. Hä? Was ist das denn für ein geiler Shop? Schneckenarmreif. Davon habe ich keinen einzigen. Und dann bin ich pleite. Kaufen wir erstmal das. Halt, stopp. Kann er noch was lernen? Nein. Okay, dann sind wir ready. Ciao. Wehe, du guckst nicht ordentlich.
Keine Angst. Wird nicht mal blinzeln. Ho, ho, ho. Schon wieder der Weihnachtsmann. Das, was von jedem Lieb im Tal eingeschlossen wurde. Ihre Trauer verweilt für immer an diesem Ort. Wir kümmern uns um alles. Schwebt mal schön in Sicherheit. Ho, ho. Ich bin schon dabei. Gleich wird's sehr schön. Festhalten! Jetzt der Hauptgang! Adieu! Und los! Ein Hüter ist stark und weise! So. Schau her, Nanaki! Solche Wände solltest du problemlos erklimmen können. Ah, okay, das ist seine Ability also. Er kann Wände hochklettern, okay. Cool. Ist sogar gutes Klettern. Ich hatte jetzt kurz Angst, dass das so langsames Klettern ist, aber das ist ja schon Highspeed. Hä? Okay, hier sind überall so Wände. Miau. Gänsehaut. Ich verstehe dein Unbehagen. Ha! Unbehagen! Bugenhagen, Unbehagen. Ach, egal. Vor 45 Jahren gab es hier einen schrecklichen Kampf. Und die Spuren sind auch heute noch zu sehen. Willst du etwa sagen, dass die Gi bis hierher vorgedrungen sind? Ho, ho, ho. Kann mir vielleicht mal irgendjemand erklären, wer oder was die Gi sind? Wer nicht aus unserem Tal kommt, der kann natürlich nichts mit ihnen anfangen. Ich lass sie erstmal quatschen. Aber übe dich noch ein wenig in Geduld. Schon bald wirst du es erfahren. Warum wird er bald was Wichtiges über seinen Vater erfahren? Hallo, Kato. Na, komm. Kato, danke für den verschenkten Sub an Sirakani. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Jetzt kann Sirakani auch die neuen Emotes benutzen. Es gibt nur einen Sieger. Angriff, frisst das. Auf geht's, hier komm ich. So. Dankeschön, Dankeschön. 441 Abos schon verschenkt, Alter. Du machst bei Partner Plus mit? Ja, aber werde ich... Nein, nein, nein. Nicht, ich habe angemacht, dass man sieht, wo ich bei Partner Plus stehe. So. Das Ding bei Partner Plus ist, das werde ich nie erreichen. Auch nicht das 100-Ding. Weil jetzt im Mai kann man dann ab 100, wenn man in 3 Monaten 100 Subs hat, mitmachen. Aber es bringt mir nichts. Ihr seid super cool, ihr verschenkt viele Subs. Das bringt mir aber für Partner Plus nichts. Also es bringt mir persönlich, bringt es mir was, wenn ihr die verschenkt. Nicht falsch verstehen. Ich bin da auch sehr dankbar drüber. Aber für Partner Plus bringt es mir nichts. Weil für Partner Plus müssen 100 Menschen von sich aus selbst abonnieren. Das heißt, selbst wenn irgendjemand 100 Subs verschenkt, kriege ich kein Partner Plus. Oder 350 oder so. Kriege ich dann nicht. Es müssen 100 Menschen ohne Prime von sich aus sagen, ich abonniere, ich subbe bei mir, bei Nefias. 100 Menschen. Und das schaffe ich nicht. Es ist einfach nur eine Anzeige. Ne, ich erkläre das aber allgemein nochmal. Weil, viele Leute das nicht wissen. Und bevor Leute anfangen, vielleicht mache ich die Anzeige auch wieder aus. Weil, bevor Leute anfangen zu denken, verschenkte Subs bringen da was, die zählen nicht rein. Und keiner, also, ich kann mir denken, warum Twitch das gemacht hat, weil Twitch nicht will, dass
jeder hingeht und sich selbst einfach 3 Monate hintereinander auf Partner Plus zappt, damit er mehr Kohle bekommt. Aber es ist halt, es gibt so viele Kanäle, weiß ich nicht, die machen 5000 Subs im Monat, nur durch verschenkte Subs. Und dann kannst du mir ja nicht erzählen, dass das Twitch nicht auch irgendwie Geld bringt, sowas. Es ist halt komplett Quatsch, dass die nicht reinzählen. Also lass sie weniger reinzählen als Menschen, die selber von sich aus subben. Aber es ist halt komplett Abzug irgendwie. Ach, hier sind auch Gegner. Warum bin ich immer beeindruckt, wie manche Kanäle es schaffen, das zu schaffen? Kanäle, die bei diesem Partner Plus teilweise mitmachen, haben im Schnitt 100 Viewer und die haben trotzdem irgendwie die 350 geschafft. Und dann denke ich mir, wie? Haben die Leute sich 300 Accounts gemacht und mit 300 Accounts gesubbt oder so? Also das ist schon wild. Weil, ich weiß nicht, in meinen mathematischen Kenntnissen passt die 100 nicht auf die 350. Also, keine Ahnung. Irgendwie weird. Ich habe vor, im Juni mein Abo zu erhöhen. Oh Gott. Tu's nicht. Das würde ich auch gerne können. Für 6 Monate bei Lilly the Chili rein für Partner Plus und so. Ja, aber du bist ja nur ein Sub für die 3 Monate, weißt du? Klar, ist ein Sub auch wichtig. Aber trotzdem braucht diese Person, ich kenne sie nicht, ihn, er, sie, keine Ahnung. Männlein, Weiblein, weiß ich nicht. Die braucht ja trotzdem 350 Leute. So, weißt du? Und du bist eine davon. Huch, jetzt bin ich wieder hier. Also ich weiß nicht, wie viele Viewer da sind. Wenn da jetzt auch nur 100 Viewer sind, passt das ja trotzdem nicht in 350 Subs rein. Und Tier 3 bringt 6... Ja, okay. Ja, aber guck mal. Selbst wenn... Nehmen wir mal das Krasse. 100 Viewer würden auf Tier 3 subben. Dann wird's gehen. Aber. Boah. Was ist das denn für. Also. Hey, wo rennst du denn hin? Ich guck mich um, weil die Wände verwirren mich und ich nicht weiß, wo ich schon war und wo nicht. Oh, die Tür sieht cool aus. Nein, wie viele Leute müssten auf... Das ist jetzt easy Mathe eigentlich. 6 Punkte gibt ein Tier 3 Sub. Wo Rechner? Moment. Da. Also wir brauchen 350 Punkte. Durch 6. Dann müssten 59 Leute auf Tier 3 subben. Das ist viel. Das ist viel. Wenn man jetzt im Schnitt 100 Viewer hat. Das ist hart.
Warte mal, ich will das gucken. Du lässt die Tür öffnen, wenn du das Seil kappst. So, Moment. Seil kapp. Ach da. Kann ich jetzt auf Barrett wechseln, oder was? Oder was? Moment, wo geht das Seil? Ach, da oben geht das Seil hin. Barrett darf bestimmt nichts machen. Der ist hier nur Beobachter. Dass ich nur 30 Punkte habe, stimmt übrigens nicht. Es gibt ja auch Leute, die von sich aus subben. Aber der Großteil, den ich gerade habe, sind Verschenkte. Das würde ich auch gerne können. Und ein paar davon sind Prime. Ja, dass Prime nicht reinzählt, ist sowieso. Also, ich weiß nicht, Twitch kann Prime auch einfach komplett oder Amazon kann Twitch auch. Amazon kann Prime auch einfach komplett abschaffen, weil die hassen Prime eh. Also, ich gebe Prime noch maximal 2 Jahre, dann ist es wahrscheinlich verschwunden aus dem Amazon-Ding. Oder gib den Streamern kein Geld mehr. So, das ist dann einfach so, hier ein Free Sub für den Stream und das bringt dem Streamer nicht mal was. Es geht tiefer. Und tiefer ist gar nicht hier. Über die Wand dahin. Hey, wo rennst du denn hin? Barrett total neidisch, dass er nicht die Wände langlaufen kann. Amulett aus alter Zeit. Wozu kaufe ich das denn? Scheiße. Aua. Hier kommt Barrett! Nicht so nah! Nicht los, gib alles! Super! Los geht's! Achtung! Auf die Füße! Jetzt geht's und auf geht's! In der PS1-Version war der Boss hier, glaube ich, gar nicht so einfach. Das etwa schon alles? Bin gespannt, wie der hier ist. Ist er das schon? Nee, ist eine Statue. Okay, aber vielleicht lebt die gleich. Und oh Gott. Oder die leben gleich. Ich hatte gerade kurz das Gefühl, dass die sich bewegt, aber nein. Der ist tot, oder? Hallo, Guy. Ja, er gehörte zu der Guy. Ganz schön groß. Oho, oh ja, in der Tat. Man soll sein Gegenüber ja eigentlich nicht nach dem Äußeren beurteilen. Aber die Gie sind genauso fürchterliche Gegner, wie ihr Aussehen es vermuten lässt. Und meine Mutter wurde von so einem... Nanaki, hier beginnt deine erste Aufgabe. Sie besteht darin, dich umzuschauen. Du musst verstehen, was hier vorgefallen ist. Alles klar. Finde die Relikte der Gi. Bring die Wahrheit ans Licht. Nur dann wird sich dein Weg öffnen. Relikte der Gi. Moment. Wir haben einen Speer als Waffe. Ja.
Alter, geh! Drück das Gift an der Pfeilspitze in den Körper ein, versteinert es den Gegner in Sekundenschnelle. Äußerst effektiv im Kampf. Schade, dass die markiert sind. Aber vielleicht sind auch ein paar falsch. Nein. Ah, okay. Finde ein Relikt der Gi. Okay. Oho, das ist nur ein gewöhnlicher Knochen. Ich bin ein Hund. Oh. Aber ich habe das Item bekommen. Hä, dann trage ich doch erst recht alles dahin. Was habe ich jetzt im Maul? Ich sehe es nicht. Relikte der Gi. Achso, ich kann ja auch Wände hochklettern. Dazu sagt er nix. Hier liegt nix. Nein. Oh, genau richtig. Als Spielzeug zum Zeitvertreib. Ha, ich hab Stöckchen gebracht. Bin ein guter Hund. Das ist eine Materia. Oder? Oder ein Ball. Der sagt doch nichts mehr. Zum ersten Relikt hat er was gesagt. Die meisten bezeichnen diesen Kristall schlicht als Materia. Sie nutzen ihn, ohne zu wissen, dass in ihm das Gedächtnis und das Wissen des Planeten schlummern. Heilen auf Stufe 3. Strong. Das heißt, Regener ist da schon freigeschaltet. Das ist stark. Das dann die. Gibt nur zwei Relikte von denen? Anscheinend. Brett, lass los! Wir sind gefangen im Schmerz. Wer ist es, der uns erlösen wird? Die Lanzenträger. Er kann durch Magieangriffe, die seine elementare Schwächen ausnutzen, sowie durch Heilmagie schockanfällig gemacht werden. Heilmagie? Ah, ist ein Untoter, ne? Feuer, okay. Habe ich nicht. Let's go. Aua. Wieder die ganze Zeit auf Barrett Fokus. Das war der Geist eines Gi. Selbst im Tod sind die Gi noch voller Hass auf uns. Sie wandern rastlos durch diese Höhle auf der Suche nach Vergeltung. Ziemlich lästig. Nun, auch sie haben ihre Gründe. Man sollte stets auch einen Unterlegenen mit dem nötigen Respekt behandeln.
Diese Statue steht ebenfalls aus gutem Grund hier. Ich möchte daher, dass du entsprechend sorgsam mit ihr umgehst. Okay. Unsere leblosen Helden. Wir brauchen die Statue. Jetzt muss ich die ganze Zeit die Statue... Oh Gott. Muss ich die ganze Zeit die L2-Taste gedrückt halten. Kann ich... Lässt er die fallen im Kampf? Natürlich. Ich sehe mich gleich schon, dass ich die vergesse. Zeremonie. Ist das ein Altarraum? Der ist neu, glaube ich. Ich weiß ja nicht. Sieht eher nach einer Hexenküche aus. Geht es etwa nur mir so? Oh, das ist eine wirklich interessante Betrachtungsweise. Die sehen aus wie die von vorhin. Alles hat einen Sinn. Oder Zufälle bestimmen unser Leben. Wer kann das schon sagen? Aber du weißt sicher, was jetzt zu tun ist, Nanaki. Unsere leblosen Helden. Wir brauchen die Statuen. Ich muss noch zwei Statuen holen. Die leuchtet gerade rot. Musst du also hier hin? Anscheinend. Was kommt denn jetzt? Verflucht nochmal! Das war's? Oho. Nein, es hat gerade erst angefangen. Annette, dass schon eine hier steht. Ach so, die liegen hier rum. Oh, ich dachte, ich muss jetzt hier voll viele Räume machen. Voll angenehm. Aber warte, dann muss ich erstmal gucken, ob hier Loot ist. Wahrscheinlich ist eine davon jetzt so richtig scheiße versteckt. Nach dem Motto. Die ersten drei waren ja easy. Dann lass uns doch die vierte einfach richtig scheiße verstecken. Hinter einer Masse an Gegnern. Und einem Labyrinth. Das würde ich auch gerne können. Ah, Barrett kann nicht mit. I see. Ich sag ja. Scheiße versteckt, jetzt muss ich hier solo durch. Und das ist doch ein Gegner da. Ah, nee. Das war mein Gegner. Aber der lebt gleich bestimmt. Sobald ich die Statue aufhebe oder so. Oh Gott, das heißt, ich muss den Solo bekämpfen. Na gut. Oh, die Brücke sieht auch sehr zuverlässig aus. Na dann. Lass uns die Gegner aktivieren.
Du bist den einen da hinten, der jetzt wahrscheinlich wach wird. Wer hätte es erwartet? Hä? Wer hätte es gedacht, dass das passiert? Was eine Überraschung. Moment, Heilmagie. Kann ich dich... Lass doch mal sehen. Voll auf die Mütze. Nice. Ich liebe Untotenmechaniken in JRPGs. Ich liebe sie einfach. Ich werde auch nie vergessen, Final Fantasy VIII war es, wo ich das erste Mal bewusst eingesetzt habe, weil ich gesagt habe, hey, das ist doch ein Zombie. Warum werfe ich dem nicht eine Phönixfeder entgegen? Und zack, war der One-Hit. Und das ging sogar bei einem Boss in Final Fantasy VIII. So einem riesen, fetten Skelett-Boss in Final Fantasy VIII. Der Kampf fängt an, du wirfst dir eine Phönixfeder ins Gesicht und zack, nach einer Runde ist der Kampf vorbei. Und wenn du das nicht gemacht hättest, hätte der Kampf ewig gedauert. Ich liebe solche Mechaniken einfach. Vor Tausenden von Jahren. Dieser Altar wurde errichtet, um die Gi in ihm auf alle Zeiten zu versiegeln. Die Gi sollten damit für immer verbannt werden? Wie konnten sie uns dann angreifen? Darauf habe ich keine Antwort. Nur die Gi selbst kennen die Wahrheit. Gehen wir. Du wolltest doch mehr über dich selbst wissen. Wenn gleich nochmal so ein Vieh kommt, werfe ich dir mal eine Phönixfeder ins Gesicht. Diese Höhle stellt eine Art Grenzlinie dar. Guck mal, ob der dann One-Hit ist. Sie trennt unsere Welt von der Gi. Hätten die Gi uns damals von hier aus angegriffen, wäre unser Tal mit Sicherheit im Untergang geweiht gewesen. Das glaube ich. Doch es gab einen Hüter des Tals, der um die Schwachstelle wusste, die diese Höhle darstellt. Wer könnte das nur gewesen sein? Dieser Hüter machte sich ganz allein auf den Weg zur Höhle. Wie erwartet, sammelten sich hier die Krieger der Gi, bereit, das Tal zu stürmen. Besät von dem Gedanken, seine Heimat zu schützen, stürzte sich der Hüter in den Kampf und schaltete einen Gegner nach dem anderen aus. Aber Opa, wenn es so einen mutigen Hüter gab, warum habe ich dann noch nie was von ihm gehört? Oh, konzentrier dich erstmal auf das, was vor dir liegt. Ab hier wird es nämlich richtig gefährlich. Wer könnte diese Hüter nur gewesen sein? Oh boy. Das ist viel Höhle. Na, das sieht ja mal richtig einladend aus, was? Ach. Das Herz ist allzu schnell erfüllt von Furcht. Doch sie wird nicht gewinnen. Denn du allein bist es, der über dich entscheidet. Nur wenn du alle Türen im Inneren der Höhle hinter dir lässt, ist die Prüfung geschafft. Du solltest dich bereit machen. Das ist viel Höhle. Für so ein bisschen Prüfung. Wie ist Barrett jetzt hier runtergekommen? Angriff! Jetzt geht's rund! Jetzt hat's! Mit mir, Link! Ist fast geschafft!
Auf die Nuss! Da! Jetzt geht's rund! Das! Der ist hier der okay! Das war's! Oh boy, hier werde ich viele, viele, viele Kisten verpassen. Okay, da kommen wir nicht rüber. Und wenn hier nicht eine Waffe irgendwo für Red liegt, weiß ich auch nicht. Doppelgesicht. Du bist neu. Dich muss ich scannen. Wird während Geh aufs Ganze schockanfällig. Treffer mit starken Fertigkeiten setzen das Roulette in Gang, welches dem Spieler je nach Ergebnis Vor- oder Nachteile verschafft. Oh, der, ich erinnere mich an den Gegner im Original. Ja. Der war gar nicht mal so nett, der Gegner. Eisschwäche, das ist gut. Oh oh. Ja, explodier schon. So kann's weitergehen. Danke. Okay, die Wand wäre der gleiche Weg.